Okay, die Videos, die wandle ich dann um und dann gucken wir, dass wir bis Oktober die Seite fertig kriegen. Was meinst du? Ja, die Bilder, ja, das mache ich. Okay, ja, schön. Ja, hallo, schön, dass du jetzt mal da bist. Das ist mein Reich. Da habe ich mächtig was zu tun. So, hier, das ist mein kontrolliertes Chaos. Darf eigentlich gar niemand sehen. Während ich jetzt mal hier am Ausmisten bin, wünsche ich dir viel Spaß mit meinem dritten Lümmer-Magazin, mit dem Bericht. Da fangen wir auch gleich an, von der geilen Nathalie. Heute bin ich mal wieder im subtropischen Karlsruhe und habe als Interviewpartnerin meine Freundin, die geile Nathalie. Nathalie, erzähl mir mal, wie bist du zur Filmerei gekommen? Also es hat so angefangen, wir sind mal nach Malaga geflogen mit unserem Kumpel. Aha. Und haben abends was getrunken. Hatten Spaß dabei und hatten richtig Bock, geil zu ficken. Aha. Einfach so? Einfach so, ja. Und da hat er gedacht, wir lassen die Kamera mitlaufen. Und da bist du bestimmt ganz geil drauf geworden. Ach, es hat mich tierisch geil angenommen. Es hat mir richtig gefallen, weil ich mich noch nie so gesehen habe, wie ich mich ergebe, so beim Ficken. Es war toll. Gut. Wie sieht es denn bei dir im Privatleben aus? Bist du Single oder bist du gebunden? Also ich bin in einer Swingerbeziehung. Aha. In Partnerschaft. Wir gehen öfters in Swingerclub-Besuche machen wir. Mhm. Hm. Auch mit anderen Männern? Ja, besonders mit Single-Männern. Ja. Bei jedem Gangbang sind wir dabei. Aha. Das magst du, so Männerüberschuss? Ja, das liebe ich, ja. So, lass mir meinen Freund richtig gut gehen. Er kennt's mir. Wie ist denn das bei euch? Ladet ihr euch private Männer ein oder Paare? Geht ihr in Swingerclubs? No. Wir treffen uns nicht bei uns privat, sondern wir treffen uns im Pornokino. Aha. Ferkel. Ja. Im Pornokino oder Outdoor machen wir gern. Ja. Dann Swingerclub. Und wenn ich weiß, dass mir mehr Leute zuschauen, so wie beispiel auf Parkplätzen, das macht mich tierisch geil. Ah, das genieße ich besonders. Jetzt machst du mich ja selber schon geil, da werde ich auch noch richtig spitz. Aber jetzt sag mal, was war denn dein geilstes Fick-Erlebnis? Mein geilstes Fick-Erlebnis war im Swingerclub. Da war ich noch nicht so lange dabei. Mhm. Da ließ ich es mir richtig gut gehen. Im abschließbaren Zimmer habe ich mir 9 Jungs. Oh. Ja, die habe ich so einzeln kennengelernt und dann habe ich sie alle gesammelt und dann sind wir ins abschließbare Zimmer rein. Und dann bist du über sie hergefallen? Die über mich. Wie man sieht. Ja. Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Was hast du denn mit denen getrieben? Na, ich ließ es mir einfach richtig gut gehen. Ich wurde in alle Löcher gefickt. Gleichzeitig habe ich einen geblasen. In den Händen hatte ich 2. Es war tipptopp. Und die haben es abwechselnd mich gefickt. Aha. In Arsch und so weiter. Ihr wisst, wo rein, wo es reingeht. Dann. Zum Ende, da sind die wahrscheinlich jede von denen 2-mal gekommen und dann wollte ich noch voll bespritzt werden. Mhm. Das war richtig klasse. Das liebst du, ne? Ja. Sag mal, das hört sich ja so an, als ob Sperma deine zweite Hauptmahlzeit ist. Ja. Ja? Ja. Also, wo das in dem Swingerclub war, da haben mir alle voll ins Gesicht reingespritzt. Ich war total weiß. Das habe ich mir eingerieben, hab's abgeschleckt, alle habe ich noch richtig sauber geschleckt. Hast du alles sauber geleckt? Mhm. Ich liebe Sperma, ja. Kann man nie genug davon kriegen. Am liebsten selber. Im Bett oder unter der Dusche. Was magst du am liebsten? Da wirst du noch geiler, wenn du es erfährst. Wenn ich es dir schieß verrate. Los. Okay, also da ich Chemsex mache, ja, mache ich mir mit Dildo gerne. Ich zeige mich gerne. Aha. Es freut mich, wenn mir jemand zuschaut. Ich mache es eigentlich fast den ganzen Tag. So wie du siehst, meine Couch, das ist ausziehbare Couch. Darauf mache ich meinen Chemsex.
Das ist mein Geschäft, kann man so sagen. Und bei mir ist es alles real. Wenn ich, weil ich ein paar Mal am Tag komme, wenn ich an der Cam sitze, und die Jungs wissen das, die kommen regelmäßig. Und es macht mich total geil, wenn ich sehe, dass sie deinen Laptop voll spritzen. Oder wenn ich deine Aufgabe geben soll, dass sie das abschlecken soll, das macht mich total geil. Und das machen die dann? Ja, das machen die, ja. Das Filmen an sich, das macht dich? Das macht mich als Frau selbstbewusst. Macht mich total geil. Es bringt mir was, denn ich lerne immer neue Stecher kennen. Ja, allerdings. Geile Schwänze sind das. Das musst du auch mal probieren. Das habe ich doch schon. Ja. Ja, aber ich meine am Camp. Ach so. Und dadurch habe ich, wie soll ich das sagen, dadurch habe ich mich noch nie gesehen. Wie soll ich das sagen? Du siehst dir gerne zu, wenn du das dann auf dem Bildschirm siehst. Genau, ja. Das macht dich noch geiler. Ja. Ja? Da wichse ich noch ein paar Runden davor und das ist klasse. Da komme ich noch ein paar Mal. Sag mal, was sind denn deine geheimsten sexuellen Wünsche? Was macht dich denn so richtig geil? Ich möchte mal ausprobieren, einen Mann mit einem Strap-on durchzuficken. Das ist mein Traum. Dann dem richtig hat, das ranzugeben, damit er auch merkt, wie geil das ist. Und dann zweite Fantasie wäre, von der Frau mit dem Schwanz sich durchwickeln lassen, vom hinten, so Doggy-Style. Das ist. Und dann wäre das noch so eine kleine Geschichte mit NS, sich von einem Mädle in meinen Mund reinpinken lassen. Habe ich noch nie gemacht. Das wäre was. Ist richtig geil. Was hast du da gemacht? Da war ich in Schulmädchen-Outfit angezogen. Mein Züpfchen. Und da war so ein Springbrunnen. Und da habe ich mich halt erfrischt, weil es so heiß war. Wir wollten eigentlich Spicks machen, aber dann ist es nichts geworden. Dann sind wir an der Brunne stehen geblieben. Und ich habe irgendwas gehört, ihr wart letztens in München? Ja, waren wir. An der Maximilianstraße. Da habe ich meinem Partner einen geblasen, wo Leute vorbeigelaufen sind. Da vorne ist gerade einer eingeparkt. Naja, war spannend. Ich mag das, ehrlich zu werden. Ja. Ich habe ja letztens in deinem Profil gestöbert und ich glaube, da habe ich ein paar was in Karlsruhe gesehen. Ja. Ja? Was hat es denn damit auf sich? Das war ein User-Treffen. Wir sind so ein bisschen spazieren gewesen und dann habe ich ihn im Parkhaus so richtig abgemolken. Ja? Wurde der erwischt? Nee. Nicht? Nee, nicht. Schade. Eigentlich schade. Ja. Dass nicht noch einer dazu kam? Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie es dir dabei geht, aber ich bin mal richtig geil geworden. Und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und die Natalie und ich. Wir müssen jetzt erstmal wohl Streibe sprechen.